Der Herr sagt, wenn ihre Herzen verwandelt sind, wird ihnen Gnade gewährt werden. Sei nicht traurig. Die Trompete Gottes, Trumpet Call of God. 2. Juli 2005 von Yahushua HaMashiach, er, der Jesus Christus genannt wird, unser Herr und Erlöser. Das Wort des Herrn, gesprochen zu Timothy. Für Timothy und für all jene, die Ohren haben und hören. Das sagt der Herr zu seinem Diener. Mein Sohn, warum konzentrierst du dich auf das, was andere nicht sehen oder hören können? Freue dich, lieber Timothy, denn ich habe dir sehende Augen und hörende Ohren gegeben. Schau, die ganze Erde verkündet die Herrlichkeit des Herrn und die ganze Schöpfung bezeugt die Wahrheit dessen, wer ich bin. Doch die Wahrheit bleibt verborgen vor den Menschenscharen und das Zeugnis wohnt nicht in den Herzen der Menschen. Timothy, sei nicht niedergeschlagen wegen deinen Lieben, die mich und meine Worte ablehnen. Denn das, was du ihnen angeboten hast, ist ein Geschenk. Doch sie werden es nicht annehmen, denn sie haben kein Verständnis. Denn ihre Herzen bleiben hart und unnachgiebig. Ihr Sehvermögen ist getrübt und sehr eingeschränkt. Ihr Verstand ist verschlossen und ihre Gedanken sind unbeweglich geworden, gefangen in einer Welt, die Gott ablehnt und sich weigert, mich so anzunehmen, wie ich wirklich bin. Doch zu gegebener Zeit werden sie zuhören. Mit ihren ganzen Herzen werden sie kommen, wenn ihre Schale einmal geknackt ist. Und auch sie über den Stein gebrochen sind. Eine Tränenflut, die jeden Schmerz wegspült, von jeder Sünde entlastet und Frieden bringt, wie ihn nur der Herr geben kann. Denn das, was sie innerlich angefertigt haben, ist zu einer Wüste aus trockenem Sand, falscher Hoffnung, und großer Ungerechtigkeit geworden. Es ist eine Einöde, voll verstreuter Steine, über die sie ständig stolpern. Doch ich sage dir die Wahrheit, sie werden in ihrer Zeit eine Fülle an Früchten hervorbringen, so wie die Wüste, nachdem der dringend benötigte Regen gefallen ist. Denn die Einsamen und Trostlosen werden ihre Not erkennen und jene, die nach Rechtschaffenheit hungern und dürsten, werden gewiss empfangen. Ich bin der Herr.